Um bei unserem neuen Fahrzeug die Steckleiter vom Dach zu entnehmen, brauchen wir jetzt nicht mehr auf das hohe Dach raufzuklettern und dann die Steckleiter runterzureichen, sondern können durch unsere Steckleiterentnahmehilfe bequem auf dem Boden stehen bleiben. Tobi und ich zeigen euch jetzt, wie man die Steckleiter vernünftig vom Fahrzeug runter und wieder rauf bekommt. Die Leiterentnahme ist hier arretiert. Man kann mit diesem Hebel oben die Arretierung lösen. Jetzt zieht man die Leiter aus der Halterung so weit raus, bis es nicht mehr geht. Und lässt sie dann herunter. Hier unten rastet die jetzt auch nochmal ein. Damit sie jetzt während der Entnahme oder des Zurückbauens nicht automatisch abklappt, ist sie jetzt eingerastet. Jetzt lösen wir die Bewänderung, die hier die Leiterteile festhält. Wir fassen jetzt zu zweit hier unten am Leiterende an und heben die Leiter runter. Dabei kommt uns der obere Teil mit dem Schlitten entgegen. Die obersten beiden Sprossen sind hier am Leiterkopf in diesem Schlitten verankert. Den müssen wir jetzt einmal lösen, die Arretierung, und die beiden Splinte dazu rausziehen. Jetzt können wir die Leiter einfach ausheben. Wir wissen ja, eine vierteilige Steckleiter wird zu dritt getragen. Hier demonstrieren wir das jetzt nur zu zweit, aber im Einsatzfall natürlich tragen wir die dann zu dritt. Wir können die jetzt hier, wenn sie oben gelöst ist, aus der Halterung raushebeln und auf den Boden legen. Wollen wir die Leiter wieder verlasten, geht das genau rückwärts. Ja, also zunächst die Leiter daneben legen und jetzt hier oben in diesen Schlitten die oberste Sprosse einfädeln. Wir fädeln jetzt die obersten Sprossen in diesen Schlitten ein, den wir dazu leicht anheben können. Jetzt stellen wir uns hier an die Seite, drücken von unten den Schlitten hoch und können dann die Splinte bzw. die Bolzen wieder einhängen und mit dem Splint arretieren. So ist der Schlitten jetzt oben gesichert, beziehungsweise die Sprossen sind gesichert und die Leiter kann wieder eingefahren werden. Sollten wir mal in die Verlegenheit kommen, dass wir ohne Leiter fahren müssen, müssen wir diesen Schlitten allerdings vor dem Hin- und Herrutschen sichern. Dafür haben wir hier so ein Gummiband und können das, den Schlitten in der untersten Position jetzt hier einhaken. Wir können jetzt die Leiter wieder unten anfassen und inklusive Schlitten nach oben schieben. Passt dabei auf eure Finger auf, die unterste Sprosse bitte nicht von unten anfassen, sonst ist da eine Quetschgefahr. Am Leiterfuß wird hier dieser Haltebolzen in diese Kerbe eingeschoben. Dabei ist zu beachten, dass der Leiterteil mit dem Bolzen immer unten liegt. Denn wenn wir jetzt mal nur ein Leiterteil abbauen würden, würde der zweite Teil ohne Bolzen nicht alleine hierin halten können. Das heißt, der untere Teil immer mit Bolzen, der obere ohne Bolzen. Um die Leiter vollständig zu sichern, haben wir hier diesen Gurt, mit dem wir die Leiter jetzt nochmal fixieren, festziehen. Die Leiter ist jetzt noch gegen das Hochklappen gesichert. Dazu gibt es hier unten so ein orangenes T-Stück, das ziehen wir und können jetzt die Leiter wieder nach oben schwenken. Jetzt die Leiter nur noch reinschieben, bis sie arretiert. Und so ist sie gesichert und wir können losfahren.